Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Bauhaus Kosmos. Heute gibt es wieder ein paar Kleinigkeiten, die ich machen möchte. Ich möchte unter anderem die Räder wechseln, die 14 Zoll Räder drauf machen. Also nur temporär, damit er ein bisschen niedriger ist, als er jetzt ist. Dann die von der Schiebetür, wo die hintere Führungsschiene ist, da wollte ich das Blech abmachen, gucken mal, ob es abgeht überhaupt. Dann das Dach ausräumen, also sprich die Wolle da rausnehmen. Und zu guter Letzt möchte ich dann noch eventuell mal gucken, mit der Flex oben an das Dach gehen, was wir uns ja schon öfters angeguckt haben, um zu gucken, wie tief das da drinne sitzt oder wie das aussieht, wenn man da mit der Schrubbschale mal drüber geht. Aber ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Bleibt dran, dann wird das ja sehen. Also dann, auf geht's. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich mal eben die Räder gewechselt. Jetzt sind wieder die alten kleinen Räder drauf auf den 14 Zoll Felgen. Habt ihr ja gesehen. Ist ein Riesenunterschied, wenn man es gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Macht viel aus, der Radunterschied. Und dadurch ist er natürlich jetzt auch ein paar Zentimeter niedriger und man kommt oben ein bisschen besser ran. Dann habe ich jetzt die Hebebühne hinten dran gestellt. Da können wir gleich hinten noch ein bisschen was machen. Und vielleicht zwischendrin noch mal, ja, an die Wolle wollte ich ja auch noch gehen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht gehen wir auch erst hier neben an die Schiebetür, was auch immer mir gerade mehr Spaß macht. Okay. Ja, ihr habt ja gesehen, jetzt habe ich hier diese Blende über der Schiebetürschiene weggemacht. Ich kann euch sagen, die war ganz schön fest dran. Ihr habt ja gesehen, ich habe die dann nachher versucht, mit unten ein bisschen die da rauszudrücken, weil mit der Hand, mit ganzer Kraft. Ich weiß nicht, ob man da nicht eher das Ding verbogen hätte, als dass man die rausgekriegt hat. Auch so leichte Schläge mit dem Gummihammer von unten, das hat alles nichts gebracht. Aber meine Konstruktion hat das dann nachher runter. Jetzt ist das hier auch frei. Und dann habe ich halt neben noch von der D-Säule die Gitter abgemacht. Und jetzt werde ich mal reingehen und werde. Es ist ziemlich warm heute. Ich muss mir aber trotzdem Pulli anziehen. Und dann werde ich mal die Wolle in Tüten packen. Das wollte ich ja auch machen. Ich mache es jetzt, weil dann kann man auch besser mal unten reingucken, kann das alles aussaugen oben und kann von innen vielleicht dann auch noch mal ein bisschen besser sich die ganze Geschichte angucken. Also mache ich das jetzt mal. Ich habe zwar keine Lust drauf, weil es sind 27 Grad oder sowas, aber
Zuerst meckere ich, weil es kalt ist. Jetzt könnte ich meckern, weil es warm ist und ich muss mir einen Pulli anziehen. Ne? Ha, egal, wir machen es einfach. Ja, ihr Lieben, nach meiner Saunaaktivität zeige ich euch jetzt mal da drinnen, was man jetzt sehen kann. Ich weiß, ihr seid ja neugierig und wollt ja wissen, wie es ums Dach geschehen ist. Und jetzt können wir in Lücken gucken, besser als vorher. Und da gucken wir jetzt mal rein und ihr seid live dabei. Ist das nicht was? Also auf geht's. So, ihr Lieben, was ihr jetzt hier seht, ist die Ecke. Fahrerseite hinten. Das ist jetzt der Kanal, wo es hinten reingeht. So, jetzt gehen wir praktisch nach vorne. Das ist jetzt über der D-Säule. Jetzt sind wir hier in Richtung C-Säule unterwegs. Hier ist der Stecker im Übrigen von der Heckscheibenheizung, von dem ich euch erzählt habe. Hier ist jetzt die C-Säule. Und jetzt geht es weiter vor in Richtung B-Säule. Und das ist jetzt hinter der B-Säule, wo auch so ein bisschen Rost zu sehen war. Jetzt gehen wir mal Beifahrerseite gucken. Das ist die Beifahrerseite. Zurück in Richtung C-Säule. Da liegt jetzt ein dicker Schlauch. Jetzt C-Säule. Jetzt gehen wir hinten zu Richtung D-Säule. Das ist jetzt praktisch das Eck von der Beifahrerseite hinten, wo es so gepilzt hat. Und wir sehen könnt ihr oben beim Bach sieht man jetzt auch nichts. Und jetzt gucke ich mal, ob wir daneben reinkommen. Und dann hat man sich ja mal gefragt, warum es hier in dem Auto so aussieht, wie es aussieht. Und wie ihr das, was ihr hier sehen könnt, ist ein Haufen Polyesterharzspachtelmasse. Da hat nämlich jemand mal ein Loch in das Dach gefahren und das hat er hier zugeschmiert. Also noch nicht mal schöne Matte draufgelegt, sondern einfach zugeschmiert. Und wenn hier ein Loch drin war und da ist natürlich Wasser nach unten gelaufen, dann sah das natürlich auch dementsprechend aus, da in der Ecke. Es gibt ja für alles immer einen Grund und ich denke, hier haben wir auch einen gefunden. Hier sehen wir jetzt ein ganz klein wenig dunkel, aber ob es Schimmel ist, bezweifle ich. Ja, das ist es mit dem Dach. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mich ein bisschen mit der Flex mal ausgetobt. Und wie ihr seht, wenn man hier so ein bisschen mal den Rost wegmacht, sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Wenn der Lackierer hier mit dem Sandstrahler dran geht, dann sollte das einigermaßen in Ordnung aussehen. Auch hier, wenn ihr hier guckt, das hält sich in Grenzen, ja. Und dann habe ich hier oben mal bei den Nietenköpfen, seht ihr die? Da hatte ich irgendwann mal Silikon drauf gemacht, weil es da reingetröpselt ist, weil die Nieten zum Teil von oben offen sind, wie ihr hier seht, damit es nicht reintröpselt. Den Gummi habe ich noch weggemacht, damit man das hier alles schön machen kann. Ja, auch der schweißtreibende Tag hat ein Ende. Falls ihr mal zu viel Hornhaut habt, auch das kann man mit der Schubscheibe von der Flex, kann man das sehr gut wegmachen, wie ihr seht.
Die ist mir also die bin ich mit dem Finger dran gekommen. Da war ruckzuck, war der Handschuh durch und natürlich auch die erste Hautschicht war weg. Egal. Ihr habt ja gesehen, was wir heute alles gemacht haben, beziehungsweise ich. Ist doch mehr Arbeit gewesen, als ich mir ursprünglich gedacht hatte. Neben die Verkleidung von der Schiebetürschiene, die ging fast nicht ab. Das war schon schwierig, die da rauszudrücken. Räder gewechselt, innen drin das Zeug rausgetan, alles sauber gemacht. Hinten noch das Zeug entfernt, wenn man so drüber spricht, ist es gar nicht so viel. Aber es hat mich schon ein bisschen aufgehalten. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und nachdem ich hinten mit der Flex an der Problemstelle war und auch von innen mal geguckt habe, bin ich guter Dinge, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja, ihr Lieben, dann war es das mit einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben. Falls noch nicht abonniert, einmal abonnieren klicken. Das hilft mir und dem Kanal. Und dann wird die Reichweite größer und immer mehr Leute kommen dann hoffentlich auch zu uns und erfreuen sich hier an den Arbeiten. Also dann, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.